Ja, weiter geht es mit Let's Play Grim Dawn. Wir stehen immer wieder in Devil's Crossing, nachdem die letzte doch chaotische Aufnahme beendet wurde. Und ich habe noch gesehen, dass ich einen Devotion-Punkt übrig habe. Den möchte ich gerne investieren. Ich habe mal ein bisschen gelookt und ich würde sagen, dass wir unsere Passiven ein wenig ausbauen. Deswegen, ich muss mal gucken, wo es anfängt, gehe ich hier auf den Habicht. Dort fangen wir mit 15 Angriffsqualität an. Gehen dann auf 8 kritischen Schaden, ja, eigentlich dann nochmal auf die Angriffsqualität und die, frag mal nicht warum, auf jeden Fall, ich habe mich wieder anhand des Builds orientiert, der mir irgendwie diese Sachen hier vorschlägt. Physischer Schaden ist natürlich auch nice, allerdings weiß ich nicht, was ich mit dem Wunschschaden soll, da können wir natürlich auch drauf gehen, wobei ich den Hammer dann glaube ich doch eher, bevorzugen würde, zumindest jetzt im Moment, 15% mehr physischen Schaden. Das klingt nach einem Plan. Ich weiß nur, Bonus für vollständiges Sternbild, so sammelt man die Boni hier, diese drei, was ist das? Übernatürlich Punkte, denn wir müssen später auf diesen Behemoth, nee, Quatsch, müssen wir gar nicht, hier, den hier drüber, auf die Berserkerin müssen wir. Erfordert eine Axt, natürlich. Hier haben wir auf jeden Fall Angriffsqualität. Wir haben hier physischen Schaden, 50%. Das ist schon verdammt viel. 80 Leben. Hier Durchschlagswiderstand, auch recht nice. Das haben wir noch hier. Vor allem Blutungsschaden, physischer Schaden, 50 und 80%. Das ist schon eine Ansage. Und ja, die brauchen wir. Und dafür fehlen uns noch ganze 2 übernatürlichen Punkte. Jetzt muss ich natürlich gucken, wie ich da am besten dran komme. Hier nicht. Hier kriegen wir es allerdings auch nicht. Deswegen würde ich doch sagen, gehen wir auf den Habicht. Damit haben wir 3 Punkte, die wir allerdings erst beim vollständigen Sternbild bekommen, wenn ich das richtig sehe. Ne? Hier unten Bonus für vollständiges Sternbild. Jawohl, den machen wir fertig. Und dann können wir auf die Berserkerin gehen. Das ist der Plan. Und den Hammer, den holen wir uns beim nächsten Mal. So, hier, den Devotion-Schrein kriegen wir leider nicht. Ich muss mal gucken, wo wir hin müssen. Nach Twin Falls. Mal schauen, was uns dort erwartet. Wahrscheinlich wieder jede Menge Gegner. Ja, Untot. Achso, jetzt sind wir hier. So, hier schicken wir nochmal unsere Armee der Schwärme in die Runde. Zack. So, das casten wir ja nochmal auf den Boden. Jawohl. So, ach so, jetzt sind wir natürlich hier, ne? Das ist doof. Hier wollte ich eigentlich auch gar nicht hin. Ich wollte ja... Ja, die Brücke ist zerstört. Wo muss ich denn hin? Wir brauchen Nahrung. Das ist natürlich doof. Warte mal, wo bin ich denn letztes Mal hergegangen? Wir waren doch schon viel weiter. Deswegen gehe ich hier nochmal rein. In den Broken Hills wahrscheinlich. Dort könnten wir höchstwahrscheinlich aufgehört haben. Ja, überquere die Brücke nahe Twin Falls. Das geht natürlich nicht. Oder reise durch den Schmugglerpass. Ja, ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen. Ich werde es hier nochmal probieren. Wir schlängeln uns hier einfach nochmal durch und schauen, wo uns unsere Reise hinführt. So, hier waren auf jeden Fall jede Menge Geier. Jawohl, und Wildschweine. Ah, die sind relativ easy. So, warte mal, den Schatz nehme ich doch gerne mit. Bin jetzt eigentlich gar nicht so drauf und dran, hier nochmal alles abzuklappern. Denn das haben wir ja schon getan. Ich will einfach nur dem Weg folgen. Und ich frage mich, warum ich mittendrin... Ja, die können da ruhig rumflattern. Das ist mir vollkommen Wumpe. Warum ich nicht den nächsten... das nächste Riftgate aktiviert habe. Das ist mir ein Rätsel. Na, hier haben wir schon wieder so einen Bossgegner. Die spawnen natürlich auch wieder. Aber das gibt eine Menge Erfahrungspunkte. So, zack. Hier nochmal einen Gesundheitstrank reinschmeißen. So, zack. Der ist auch tot. Und dann dürfte nur noch Blazewing übrig sein. Jawohl. So, dann stellen wir nochmal unsere Teilchen auf. So, zack. Jawohl. Denn jeder... Bossgegner oder jedes Hellenmonster, ja, hat eine gewisse Chance, richtig cooles Zeug zu droppen. Ach du Scheiße, hier ist schon der nächste. Zack. Ja, verderben klingt natürlich nicht gut.
So, aber wir überleben das selbstverständlich, wenn ich hier nicht drin stehen bleiben würde. So, hier, zack. Ah, toll, daneben. Ist natürlich nicht so cool. So, zack, zack, zack. Und vielleicht doch noch einen Gesundheitstrank. Ja, schnell einsammeln und raus aus dem Ätherbereich. Der ist nämlich höchst tödlich für uns. So, ich glaube, wir haben auch gar keinen Ätherwiderstand. Das ist nicht so prall. So, warte mal. Wir müssen, glaube ich, hier rüber. Ne, wir können auch oben rum. Ich glaube, das ist mir sogar lieber, wenn wir jetzt oben rumgehen. Dann muss ich da unten diese ganzen Viecher nicht plätten. Da waren ja zwei Bossmonster das letzte Mal. Das brauche ich gerade nicht. So, hier haben wir noch einen versteckten Schatz. Jawohl, ein paar Eisenstückchen. Die kann man natürlich immer gebrauchen. Für was auch immer. Und ja. So, da unten ist schon wieder eine Wasserzone. Die soll uns aber mal egal sein. So, zack. Hier richtig schön Blutung verteilen mit unserem Rechtsklick-Angriff. So. Achso, das Ding ist schon tot. Okay. Habe ich gar nicht mitbekommen. Jawohl, Heiltrank kriegen wir wieder. Nee, warte mal, das haben wir schon umgedreht. Wo müssen wir lang? Hier ist der Devotion-Schrein. Ich glaube, hier haben wir auch so ziemlich aufgehört, ne? Das heißt, hier knüpfen wir jetzt wieder an neuen Gebieten an. Hoffe ich zumindest. So. Na, die sind relativ einfach noch. Ich will meine Klappe jetzt nicht zu weit aufreißen. Wir haben ja beim letzten Mal gesehen, wo das hinführt. Karges Hochland, genau hier waren wir. Den Devotion-Schrein haben wir befreit. Ach, hier werden wir auch schon attackiert. Nicht so cool. Aber hier brauche ich noch nicht mal meinen Totem auspacken. Die schnetzel ich einfach so nieder. Jawohl, da kannst du quietschen, wie du willst. So, warte mal, hier unten waren wir doch. Das ist doch Elsa, genau. Hier müssen wir lang. Aber ich wollte auch nochmal hier oben schauen, was es hier so Tolles gibt. Natürlich, jede Menge Geier. Oder nein, es sind Harpien, Entschuldigung. Es sind keine Geier, warum auch immer ich Geier sage. Die haben irgendwie die... Irgendwie sehen die so aus wie ein Geier. Ja, ich weiß, mein Horizont ist ziemlich beschränkt, was, was Tiererkennung angeht, aber, ja, da kommen auch schon die nächsten wieder angeschissen. Sollen sie doch machen, machen, was sie wollen, nicht machen. So. Na, hier kommen wir relativ gut durch. Hier muss ich noch nicht mal die schweren Geschütze ausfahren. Ah, da kommen schon die nächsten. Sollen sie machen. Zack. Da platzen sie in ihrem eigenen Blute. So, okay. Hier geht's scheinbar nicht weiter. Oh no, wir kommen nicht rüber. Nicht weiter schlimm. Warum jault denn das hier schon wieder? Ist hier schon wieder irgendein Schatz oder sowas? Ich habe keine Ahnung, was dieser Sound letztendlich bedeuten soll. Ich dachte immer, dass das so eine Art Ankündigung ist, wenn hier sich hier so ein versteckter Schatz in der Nähe befindet oder sowas. Ja, eigentlich kannst du mir hier gestohlen bleiben und ihr mir erst recht. So. Das war, die platzen ja schon von alleine. Ach, sehr schön, ein Heiltrank. Da, schon wieder dieses Geräusch, meine ich. Könnte natürlich den Knochenhaufen gemeint haben. Ich habe keine Ahnung. Ich bin doch nur der Glenwan. Mann, die droppen aber jede Menge borstiges Fell, ne? So, das nehme ich mal mit. Bleibt mir auch nichts anderes übrig. Und dann folgen wir mal dem Pfad. Und dann müssen wir wieder auf Elsa treffen. Da ist sie. Der hatten wir ja schon gesprochen. Was ich mal machen wollte... Ach, guck mal hier. So, habe ich den Punkt noch nicht vergeben. Und hier habe ich keine. Okay. Was wollte ich jetzt eigentlich tun? Achso, ich wollte die Komponenten vervollständigen. So, zack. Ja, diesmal sehe ich zu, dass wir
relativ zeitig ein Artefakt bekommen. Ich glaube, das heißt hier anders. Fragt mich gerade nicht wie. Ich schau gleich mal. So, eigentlich können wir jetzt hier nichts tun. Stehen bleiben. Die sterben eigentlich von alleine. So, da haben wir schon. Jawohl, Level up. Das ging aber fix. So. Dann werde ich mal den Punkt verteilen, wenn jetzt kein Vieh angeschissen kommt. So, dann wollen wir noch mal sehen. Wir haben, glaube ich, die letzten Sachen hier drauf gepackt. Angriffsgeschwindigkeit ist natürlich sehr nice. Warte mal, wir haben da auch irgendwie eine Passive mit plus physischen Schaden, oder nicht? Ja, hier. Ah, hier ist auch Wundschaden drauf. Sieh mal einer an. Soll ich die da reinstecken? Ich bin mir nicht so sicher. Hier bleibe ich erstmal auf der Stufe. Durchschlagswiderstand ist natürlich auch recht cool. Was ist das hier? Unsere Ranken. Die habe ich gar nicht weiter gelevelt hier. Die Greifranken. Die machen natürlich Blutungsschaden. Ach, Tag not found. Das heißt, ich muss mal wieder nach Dings gucken. Nach einem Patch. Also hier, ne? Für die Übersetzung. So, das ist mir eigentlich relativ Wurst. Wobei das Wendigo-Totem schon ziemlich am Limit ist. Blutungsschaden mit längerer Dauer. Ha. Macht denn das Blutungsschaden? Nö, nee, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo ich die Punkte reinstecken soll. Ich würde ja eher hier auf so eine Passive gehen. So, was macht das hier? Ach, der macht Wundschaden. Und Blutungsschaden. Ja, wie gesagt, ich muss die Übersetzung mal installieren. Ich wusste gar nicht, dass da jetzt eine neue raus ist. Ansonsten würde ich sagen, stecke ich die Punkte... Ich stecke sie hier rein. So. Quatsch, falscher Knopf. So, damit machen wir jetzt 746 Schaden pro Sekunde. Ich habe noch irgendwas mit 600 im Kopf von den letzten Malen. Achso, hier sind wir gar nicht reingegangen, glaube ich. Hier haben wir aufgehört und umgedreht. Sind umgedreht. So, zack. Ja, super, an den komme ich gar nicht ran. Das ist nicht weiter schlimm. Ich nehme mal lieber einen Gesundheitstrank so rein. Vorsorglich. Ach ja, was bist du denn hier? Stammeselsessar. Der warst du mal. So. Ach komm, nicht. Na komm her. Hör auf, mich hier irgendwie gefangen zu nehmen oder sowas. Das mag ich nicht. Ich brauche meine Freiheiten. So. Ah, hier haben wir noch eine Truhe mit einem Heiltrank drin. Sehr schön. Ja, wie gesagt, hier waren wir noch gar nicht. So gut, der ist kaputt. So, jetzt können wir uns eh nicht mehr bewegen. Und jetzt bist du auch noch dran. Jawohl. So, damit hätten wir alle niedergeschlachtet. Ah, das sieht nicht gar, das sieht gar nicht gut aus. Wir sollten nicht mittendrin stehen. Wir tun es aber irgendwie. Oh, schnell einen Gesundheitstrank nehmen. Ach, geht doch weg. Nein. 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 Ja, das ist mir egal. So. Hier, Stammesältester. Der ist fies. Ach so, das ist jetzt der Boss. Ah, jetzt locke ich auch noch neue an hier. Das geht gar nicht. So, ich habe wahrscheinlich wieder mehr Glück als Verstand. So, erstmal hier die Krieger weghauen. So, jetzt kannst du meinetwegen dran glauben. Jetzt ist es nicht mehr so schlimm. So, her mit den Essensrationen. So. Sehr schön. Haben wir doch cool gemeistert. Wie gesagt, mit mehr Glück als Verstand höchstwahrscheinlich. Ich erinnere mich, wir haben das Riftgate gar nicht gefunden. Deswegen, deswegen sind wir hier nicht weitergegangen, weil die Folge, glaube ich, letztes Mal schon zu Ende war. So, jetzt müssen wir das Riftgate hier finden, sonst haben wir wieder so einen weiten Weg. Das möchte ich nicht. Ah, hier haben wir schon wieder einen Boss. Zwei. Ja, was ist denn hier los, Mensch? Ja, jetzt leben nur noch die zwei Bosse, ne? Ja. So, ich nehme mal vorsichtshalber einen Gesundheitstrank, nur für den Fall der Fälle. Aber vielleicht hätte ich das Wendigo-Totem doch irgendwie pushen sollen.
Halleluja! So, dafür gibt es ein paar Items, auch wenn hier nichts Interessantes dabei ist, so auf dem ersten Blick. Ja, nee, nicht wirklich. So, okay, dann hätten wir die. Wo muss ich denn lang? Lass uns doch mal hier unten schauen, was sich hier befindet. Jede Menge Steinkrallenviecher. Achso, die sind schon kaputt. Das ging ja recht schnell. So, ich glaube, die halten eh nicht so viel aus. So, haben wir hier noch irgendwas? Das sieht nicht so... Oh, doch. Ah, okay. Hier werde ich mal vorsichtshalber einen Gesundheitstrank einschmeißen. Das sind doch ein paar Gegner mehr. So, weg mit dem Wildschwein. Ah, jetzt kommen die wieder angeschissen. Ah, die gehen relativ einfach kaputt. So. Und dann haben wir nur noch das Gebiet hier. So, sehr geil. Ich sollte mal öfter diesen Skill benutzen auf meiner rechten Maustaste. So, wo sind wir hier? Aha. Okay, da ist Elsa. Wir hätten auch hier unten rumgehen können, aber wir sind oben rumgegangen. Das ist ja nicht weiter schlimm. Auf jeden Fall müssen wir jetzt wahrscheinlich hier rüber oder ja, einfach mal schauen, wo uns der Weg hinführt. Ich gehe mal hier lang. Oh, ich glaube, das ist kürzer, wollte ich gerade sagen. Und entdecke diesen Schlingel hier noch. So, der kriegt die volle Packung, wie ihr seht. So. Meinetwegen auch noch den Angriff, damit er noch schneller runter geht. Ach, der ist schon kaputt. Na gut. So, noch ist unser Inventar nicht voll. Das wundert mich doch sehr. Sollte bald an der Zeit... Ach du Scheiße. Ja, natürlich. Jetzt kommen natürlich mehr. Erst hier den Frieden andeuten und dann... So ein mieses Pack. Auch noch zwei Stück. Seht ihr das? Ah, nein. Ich kann mich nicht bewegen. Der teleportiert sich. Habt ihr das gesehen? So ein mieses Vieh. Ja, hier. Riftsnort. So. Ah, ich glaube, mein Inventar ist jetzt gleich echt voll. Na gut, ein abgestimmter Magnetstein. Sehr cool. So, hier, deine Essenz auch nochmal kaputt kloppen. Oh, wir sind immer noch nicht voll. Ein Wunder. So, hier ist nichts mehr. So, dann kombiniere ich die mal. Müssen wir hier überhaupt lang? Ja, können wir. So, hier sind aber mächtig viele Bosse. Das ist mir in der letzten Folge schon aufgefallen. Bei den ganzen Geiern und so weiter. Das sind übertrieben viele Heldenmonster. Und trotzdem droppt irgendwie nur Crap, wenn ich das hier so sehe. So. Ach, der ist schon kaputt. Sehr nice. Das haben die auch ihre Nester überall hier, ey. So. Lebt da noch was? Nein, zum Glück nicht. Ah, hier haben wir noch ein Steinchen zum Umdrehen. Hier ist nichts mehr. Von hier kommen wir nämlich. So, dann haben wir nur noch das Gebiet hier oben. Guck mal, hier sind irgendwelche Fässer. Ach, natürlich. Hier sind wir wieder im Feindeslager. So, zack. Jawohl, Targos haben wir erreicht. Stufe 5. Sehr geil. Ich freue mich schon, wenn wir die Berserkerin haben. Ich glaube, dann geht das Spiel erstmal richtig los. Hier ist eine Mine. Hier müssen wir auch zufällig hinein. Ist das der Schmugglerpass? Warte mal, ich schau gleich. So schnell konnte ich jetzt nicht gucken. Jawohl, das ist der Schmugglerpass. Da müssen wir hin. Das ist unser Ziel. Jetzt schaue ich nochmal, ob hier noch irgendwelche Gegner sind.
Nur ein loser Stein. Gut, hier sind keine Gegner mehr. Oder hier oben noch. Jawohl, die machen wir noch eben schnell. So, hier haben wir gleich natürlich den Dorfältesten als, Heldenmonster. Das ist nicht cool. Aber der ist schneller kaputt, als er glaubt. So, hier sind auch wenigstens mal ein paar vernünftige, also von der Farbe her zumindest, vernünftige Sachen drin. So, dann haben wir den hier noch. Da ist noch ein Wildschwein. Tja, daneben gehauen. Aha, da sind noch mehr von den Viechern. Ja, nee, da brauche ich noch nicht mal das Wendigo-Totem. So ein Quatsch. So. Lebt da noch was? Scheinbar nicht. Warte mal, hier waren wir noch nicht. Ja, ich weiß, die Folge ist langsam rum. Eigentlich wollte ich jetzt schnell in den Schmugglerpass rein. Damit wollte ich die Folge eigentlich beenden. Aber hier sind noch ein paar Viecher. So. Die lasse ich natürlich nicht außer Acht. Damit sich das hier auch nochmal lohnt. Ah, hier waren wir schon. Gut, damit hätten wir jetzt hier alles erkundet. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Falls ich was... Nee, hier oben, da fehlt noch ein Stück. Seht ihr? Das werden wir uns jetzt noch anschauen. Und dann den Schmugglerpass betreten. So, haben wir hier noch irgendwas? Das sieht nicht so aus. Dann gehen wir mal hier rein. Und hoffen einfach mal, dass da ein Riftgate erscheint. Es ist zumindest sehr ätherisch. Nun gut, wir haben aber das Riftgate aktiviert vom Schmugglerpass und damit bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play Grim Dawn. Also, bis dann!